Viele WhatsApp-Nutzer kennen die Situation wahrscheinlich. Die Nachricht, die man gerade abgeschickt hat, würde man gerne zurückziehen, bevor der Empfänger sie gelesen hat. Zum Beispiel, weil sie aus Versehen an den falschen Adressaten geschickt wurde, einen üblen Vertipper enthält, die Autokorrektur zugeschlagen hat oder einfach, weil man etwas Unüberlegtes geschrieben hat. WhatsApp arbeitet gerade an einer neuen Funktion, die dir genau in solchen Situationen helfen wird. Bald wirst du den Versand von Nachrichten rückgängig machen können, sodass die Message auch auf dem Smartphone vom Empfänger gelöscht wird. Dieses Feature kannst du dann bei Textnachrichten, wahrscheinlich auch Bilder oder Videos, anwenden, indem du die entsprechende Nachricht kurz gedrückt hältst und dann beim iPhone die entsprechende Option tippst, hier ist es noch das englische Wort Revoke, was dann später auf Deutsch wahrscheinlich zurückziehen übersetzt wird. Bei Android wird nach dem kurz gedrückt halten der entsprechenden Nachricht wahrscheinlich hier oben ein Icon erscheinen mit der Option zum Zurückziehen. Wenn du von diesem Feature Gebrauch machst, erscheint im Chatverlauf des Empfängers ein entsprechender Hinweis. Neben diesem Zurückziehen der kompletten Nachricht wirst du auch die Möglichkeit haben, deine Nachrichten nach dem Senden zu bearbeiten. Dazu musst du dann auch hier wieder die entsprechende Nachricht kurz gedrückt halten und dann Bearbeiten auswählen. So wie wir es hier bei dem Screenshot aus einer iOS-Beta-Version mit dem englischen Wort Edit sehen. WhatsApp wird bald ein weiteres großes neues Feature herausbringen, und zwar WhatsApp Status, was sehr ähnlich ist wie die Snapchat-Geschichten oder Instagram-Stories. Wenn du genauer wissen möchtest, was sich dahinter verbirgt, kannst du hier mein Video dazu anschauen. Abonniere Neuland-Tipps, um über alle WhatsApp und weitere wichtige Smartphone-Themen informiert zu werden.